Hallo mein Lieben, ich habe hier diese Einladungskarte erhalten von meiner Kundin und die wollte, dass ich die Torte so angleiche. Das Design war komplett offen. Das ist das Ergebnis. Ich zeige euch einmal, wie ich das Schritt für Schritt gemacht habe. Los geht's. Zuerst färbe ich mir den Fondant einmal in dem hellen Beige-Ton, dieser Rot-Braun-Ton, dunkelgrün, ein dunkelbraun und ein ganz helles, ja, Beige-Aprikot. In dem Video verwende ich die Lebensmittelfarben von Wilton, Americolor und Color Mill. Ich empfehle euch, die von Color Mill zu kaufen, da ich aber noch viele von Americolor und auch Wilton habe, verbrauche ich die natürlich erst. Ich werde aber sehr oft gefragt, welche Farben die besten sind und welche halt auch gut in Deutschland erhältlich sind. Und da würde ich euch immer die von Color Mill empfehlen. Für die dunkleren Farben braucht man natürlich etwas mehr Lebensmittelfarbe wie für die helleren. Und am besten immer nach und nach die Farbe hinzufügen, bis euch das Farbergebnis gefällt. Also ich mache am Anfang lieber immer ein bisschen weniger, mische das schon mal durch und dann nochmal dran. Da ich die Fondant-Deko ein paar Tage vor der Torte gemacht habe, packe ich die in eine Tupperbox mit Frischhaltefolie, damit das nicht austrocknet. Aber da mir das sonst zu viel Arbeit gewesen wäre, alles an einem Tag, weil ich sogar zwei Torten an dem gleichen Tag hatte, habe ich die schon vorher gemacht. Und auch da Fondant-Deko relativ lange dauert, zumindest bei mir, also ich bin da drin nicht ganz so geübt und da brauche ich immer relativ lange und dann wollte ich das lieber schon davor erledigen. Mit dem hellen Beige-Ton steche ich mir einmal das Geburtsdatum aus und so zwei kleine Punkte. Mache ich auch alles schon. Mit dem Dunkelgrün habe ich dann die Buchstaben für den Namen, Lillys Taufe und erster Geburtstag ausgestochen. Das Kreuz habe ich zuerst mit einem Ausstecher ausgestochen und mir dann nochmal kleiner geschnitten mit dem Skalpell, weil ich keinen kleineren Kreuzausstecher hatte und ich wollte es auch nicht freihand machen. Ich dachte, das geht einfacher, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann noch die Taube mit dem helleren Beige-Ton, das kommt ja so über das Kreuz drüber, wie bei der Einladungskarte auch. Für den Fuchs, ich hatte immer, wie ihr hier seht, mein Handy nebendran liegen auf dem Tisch, damit ich das genau sehe und habe mir das dann freihand ausgeschnitten. Das hat Ewigkeiten gedauert, weil ja, mit den Proportionen muss man immer erstmal gucken, wie das alles passt. Das sieht jetzt in dem Video hier echt aus, als ob das locker flockig ging. Aber vielleicht könnt ihr euch das auch ausdrucken auf Papier mit dem Drucker und dann ausschneiden. Und dann mit dem Skalpell einfach nur die Umrandungen ausschneiden. Das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt. Ich denke, das wird euch einige Zeit ersparen. Ich denke, ich muss nicht viel dazu erklären, da man eigentlich gut sieht, was ich da gemacht habe.
mit einer ganz dunkelbraunen Lebensmittelfarbe und einem Pinsel. Ohne das zu verdünnen, habe ich dann den Mund und die Augen und die Nase gemalt. Und dann ebenfalls noch diese kleinen Punkte auf der Stirn und auf dem Schwanz. Der Akku meiner Kamera war dann leer, deswegen habt ihr das Ende leider nicht gesehen. Aber hier seht ihr nochmal das Endergebnis von dem Fuchs. Ich habe noch bei den Beinchen die Pfoten drauf gemalt, auch mit dem gleichen Beige-Ton. Und dann habe ich schon einzelne Teile festgeklebt, also die aufeinander liegen. Das habe ich alles schon festgeklebt, einfach mit Wasser und einem Pinsel. Die komplette Fondant-Deko war dann in der Tupperdose drin bis zum Tag, als ich die Torte fertiggestellt habe. Zum Einstreichen verwende ich die amerikanische Buttercreme, wer hätte das gedacht, mit einer meiner Lieblingsfarben, und zwar die Latte von Color Mill. Das ist so ein ganz heller Beige-Ton, das passt perfekt zur Einladung, finde ich. Und ich kann ja schon mal ankündigen, was ich geplant habe. Ich plane in nächster Zeit einige neue Buttercremes auszuprobieren und auch eine amerikanische Buttercreme, die ein bisschen weniger süß ist und die auch nicht diese krümelige Konsistenz hat. Also seid auf jeden Fall gespannt. Die Krümelschicht der Torte habe ich mit der deutschen Buttercreme gemacht, wie immer. Das, denke ich, wird auch so bleiben. Davon bin ich einfach total überzeugt. Mein Rezept und wie ihr die Torte einstreicht, meine ganzen Tipps und Tricks, wie immer. Dazu gibt es schon Videos auf meinem Kanal, falls ihr euch die später noch anschauen möchtet. Und auch wie immer das Cakeboard mit einem Schaber zuerst sauber machen und dann nochmal mit einem feuchten Lappen. Das Ganze wird auf eine Tortenplatte umgehoben und dann kaltgestellt für mindestens 30 Minuten, je nach Temperatur, ruhig auch länger. Aus der restlichen Buttercreme habe ich mir dann noch drei Farben gemischt. Wieder genau die gleichen Farben, die ich auch fürs Fondant verwendet habe. Also ein dunkelgrün, ein rotbraun und ein Beige-Ton. Die drei Buttercremes habe ich mir, nachdem ich die gefärbt hatte, nochmal in den Kühlschrank gestellt, weil es erstens super, super warm war an dem Tag und weil ich damit so Muster auf die Torte gemacht habe, ist es immer besser, wenn die ein bisschen fester sind. Bevor dann die Schriftzüge und so weiter auf die Torte kommen, habe ich mir das einmal auf den Tisch gelegt, damit man mal sieht, wie viel Platz das verbraucht, wo man das am besten auf der Torte anbringt, ob das alles vorne drauf passt, ob ich einen Teil oben mache. Am liebsten hätte ich alles vorne drauf gehabt, aber es war dann doch ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich das Datum und das Kreuz und die Taube nach oben gemacht auf die Torte, den Fuchs und den grünen Schriftzug dann nach vorne an die Torte.
Wie gesagt, es war super warm an dem Tag und natürlich wird Buttercreme, wenn die Torte draußen steht, irgendwann auch weich. Deswegen hat die Fondant-Deko auch von allein schon gehalten. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnt ihr die einfach mit ein bisschen weicher Buttercreme daran festkleben. Einen Tipp zu dem Schriftzug. Ich fange in der Mitte an sozusagen und arbeite mich davon dann jeweils zu den Seiten hin. Hier könnt ihr einmal schon mal oben sehen, wie der Schriftzug aussah. Mit einem Pinsel, den ich ein bisschen in Wasser tunke, gehe ich dann noch mal über das Fondant drüber, weil manche Stellen noch ein bisschen Speisestärke drauf hatten. Und dann kommt die Farbe auch noch mal ein bisschen schöner raus, wenn man da noch mal drüber geht. Also jetzt beim Fuchs zum Beispiel bei den Augen und dem Mund und da, wo gemalt wurde, nicht drüber gehen. Aber bei den dunkleren Farben bin ich noch mal drüber gegangen. Ich blende euch hier einmal ein, welche Tüllen ich dafür verwendet habe. Alle Produkte sind natürlich wie immer in der Infobox verlinkt, falls euch davon was interessiert. Ich habe versucht, genau die gleichen Muster drauf zu machen von den Farben und von den Formen wie auf der Einladungskarte. Ich blende sie euch hier nochmal ein. Wenn ihr auf so einer Buttercremetorte mit Buttercreme draufmalt, ist es wichtig, dass die Tülle direkt an der Torte dran ist. Nicht zu weit weg, weil sonst habt ihr keine Kontrolle. Und wie gesagt, die Buttercreme sollte ein bisschen fester sein, die in eurem Spritzbeutel drin ist. Mit etwas Übung ist das auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Also ich habe das jetzt schon bei ein paar Torten gemacht und es ist ja gerade auch sehr im Trend, dieses Design. Und ich dachte, zu der Einladungskarte passt das perfekt. Hier noch ein Foto von meiner Kundin, wie die Torte am Ende ausgesehen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder gerne auch Anregungen für andere Videos, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich riesig über deine Unterstützung mit einem Abo und einem Like freuen, denn dann kann ich weiterhin so Videos für euch machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!